Liebe Kinder, wir werden euch nun zeigen, wie man ganz einfach ein Küken gestalten kann. Dazu brauchen wir Bastelfarbe, eine ganz normale Plakatfarbe kann das sein, in Grün und Gelb, einen Pinsel und eine Gabel, weil mit dieser Gabel wird dann das Küken gestempelt. So, ihr dürft jetzt anfangen und die Wiese einmal zeichnen. Sehr gut. Und für das Küken brauchen wir nun die Gabel und die gelbe Farbe. Und dazu tauchen wir die Gabel in die gelbe Farbe ein und stempeln uns das Küken. Gesundheit. So, ist schon genug Farbe und jetzt fängt es an und das ist so rundherum stempeln. Genau. Gleich daneben noch, Laura. Genau, dass so ein rundes Küken entsteht. Sieht dann ganz flauschig aus, wie heute die kleinen Küken sind. Da, Laura, da ein bisschen jetzt gleich runterstempeln. Nicht mehr so weit aussehen. Warte ein bisschen. Genau. Warte. Schau so. Machst du das in der Mitte noch fertig? Genau. Super, Simon ist schon fertig, gell? Passt schon. Genau. So, das Küken und die Wiese müssen jetzt trocknen. Und aus diesem Grund, damit dass wir gleich weitermachen können und die Fertigstellung herzeigen können, haben wir schon Küken vorbereitet. Und da zeigen wir euch jetzt, liebe Kinder, wie wir das Küken fertig gestalten. Was fehlt noch beim Küken, Kinder? Der Schnabel. Der Schnabel und was noch? Was die fehlt Augen. Noch? Und die Augen. Und die genau. Den Schnabel werden wir aus Moosgummi gestalten. Dazu haben wir schon Dreiecke vorgeschnitten. Und dann haben wir noch Wackelaugen. Aber selbstverständlich, wenn man nicht Wackelaugen zu Hause hat, kann man auch die Augen mit einem Filzstift aufzeichnen. Wackelaugen ist hinten auf Folie drauf. Die können wir runtergeben. Das klebt schon. Schau her, gib dir die Folie hinterher. Simon, du kannst den Schnabel schon festkleben. Und so ist ganz einfach ein Küken gebastelt.